BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Hier oben die beiden Trainer, Peter Stöger und Julian Nagelsmann. Erstmal Gratulation beiden Trainern zum Champions League Platz. Und dann würde ich Sie bitten, mit Ihrem Statement anzufangen. Ja, also Gratulation mal. Ich freue mich auf das Foto mit der Krone vom Julian. Folgt gut. Hat er sich dann verdient, das Foto. Eine außergewöhnliche Saison gespielt. Das Spiel heute war ein bisschen ein Spiegelbild dessen, was die letzten Wochen und Monate, vielleicht auch die ganze Saison, den BVB begleitet hat. Nicht klar in den Aktionen nach vorne. Wir waren gar nicht mehr so schlecht im Spiel. Wir haben gute Möglichkeiten gehabt, die wir nicht verwertet haben. Haben es dem Gegner dann relativ einfach gemacht, ins Spiel zu kommen, auch positive Dinge mitzunehmen, wie die Führung. Du kommst retour, dann denkst du, du bringst ein bisschen Ruhe ins Spiel rein, das funktioniert wieder nicht. Und am Ende rettest du dich dann ganz einfach über die Ziellinie in der Champions League. Ist für den Club trotzdem ganz wichtig. Wir hätten gerne den dritten Platz zumindest gehalten, das hat nicht funktioniert. Das ist trotzdem ein Faktor, den wir dann später irgendwann auf einmal feststellen werden, dass es wichtig ist, für diesen Club in der Champions League zu sein. Leider nicht Zweiter, leider nicht Dritter, aber trotzdem als Vierter reinzukommen. Wenn es die Auslosung gibt, wird man dann das eine oder andere als positives Element mitnehmen. Wir sind Mitte Dezember angetreten, das einigermaßen so zu machen. Wir haben es uns alle wahrscheinlich leichter vorgestellt, es war schwierig. Wir sind trotzdem irgendwie jetzt über die Ziellinie Champions League. Deswegen denke ich, für den Verein ist es ein wichtiger Faktor. Und nochmal Gratulation an Hoffenheim, überragende Saison gespielt, richtig gut. Wirklich Gratulation nochmal. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Julian, bitte mit einem Fazit. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche, gebe ich zurück, von Einzug auch in die Champions League. Wir hatten auch eine sehr unruhige Saison. Ich will jetzt gar nicht so extrem aufs Spiel eingehen. Die einzelne Führung war sehr wichtig nach einer Pressing-Situation, was uns guten Glauben gegeben hat, dass wir immer wieder gut attackieren können. Und dann haben wir gewonnen. Das war zu befürchten. Genau, und dann haben wir den Ausgleich bekommen. Und kurz nach dem Ausgleich, nach einem sensationellen Angriff, diese 2-1 Führung erzielt. Und das war natürlich Gold wert. Der Gegner hat auch richtig Gas gegeben. Oder der Dortmund war gut im Spiel, wie Peter schon gesagt hat. Leverkusen war auch gut im Spiel, stand zwischenzeitlich 3-0. Nehmt ihr euch einen frischen Stuhl. Ja, mal kurz ein bisschen trocken. Und das Standardtor war natürlich dann Gold wert. Und nochmal, ich will gar nicht so extrem aufs Spiel gehen. Die Saison war sehr kompliziert für uns, auch für mich persönlich. Viele Gerüchte, viele Dinge, die über mich in der Zeitung standen, auch in Bezug auf die Mannschaft, die hat sich nie irritieren lassen. Trotz vieler Rückschläge und auch nicht so viel guten Spielen, beziehungsweise viele Punkte. Und am Ende nochmal so zu kommen, auch nach dem Rückschlag letzte Woche in Stuttgart, ist außergewöhnlich. Und ich bin in allererster Linie unglaublich stolz auf diese Mannschaft, mit welchem Trainingsgeist sie jeden Tag ans Gelände kommen. Dazu kommt der Club im Hintergrund, der ein unglaublich gutes Klima schafft, wo wir sehr gut arbeiten können, in Ruhe arbeiten können. Und es ist was absolut Historisches. Man muss immer wieder mal auf die Brust schauen, wie das Logo aussieht, was da steht. Und dieser Club ist Dritter in der deutschen Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, das ist mehr als historisch. Danke. In der Tat. Danke, Julian. Dann Ihre Fragen bitte und warten Sie auf das Mikrofon von der Seite. Wir starten hier vorne in der ersten Reihe, bitte. Herr Stöger, Sie haben am Donnerstag gesagt, Sie äußern sich zu Ihrer Zukunft, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ist er jetzt gekommen?
Ja, ich hätte mich ja in den letzten 6 Monaten täglich äußern können, was meine Zukunft betrifft. So viele Fragen hat es gegeben. Logischerweise hat es jetzt auch von den Fernsehstationen die Fragen gegeben und bin ein wenig altmodisch, deswegen habe ich gesagt, okay, es wird ein Zeitpunkt kommen, der ist logischerweise dann gekommen, wenn nahezu, gehe davon aus, oder zumindest relativ viele Medienvertreter da sind. Und dann ist auch klar, dass das heute das letzte Pflichtspiel für den BVB war. Das ist schon Zeit aus, wo wir uns auch darauf verständigt haben, dass in diese Richtung gehen wird, gemeinschaftlich, weil es halt auch wichtig ist, glaube ich, in der Diskussion, und die war immer top, mit Michael Zorc und Aki Watzke. Das Wichtige ist, auch in der Phase dann, auch nach kurzer Zeit, festzustellen, dass ein neuer Reiz möglicherweise dem Verein nicht ganz gut tut. Und ein neuer Reiz ist am einfachsten zu setzen mit einem neuen Trainer. Und wir haben das halt ganz einfach in der Hoffnung, da, weil in der Liga sehr, sehr viele Diskussionen um Trainer sind. Das, und wir sowieso in der Debatte seit dem ersten Tag waren mit der Geschichte, dass sowieso Julian dann auch meinen Job gleich übernehmen wird, nachdem ich 3 Tage da war. Das heißt, es war ja ein brennendes Thema, das hat es ja permanent gegeben. Wir wollten es ruhig stellen, weil wir glauben und auch der Meinung sind, dass der Verein ganz einfach das Wichtigste in der Konstellation ist. Und bin froh, dass wir es ins Ziel geschafft haben, das, was wir versucht haben umzusetzen, das, was wir auch erreichen wollten. Und bin froh, dass wir die überraschende Möglichkeit gegeben wurde und dass mein Nachfolger ein bisschen mehr Stabilität in diese Mannschaft, ein bisschen mehr Ruhe in diese Mannschaft reinbringen kann. Das ist mein Wunsch, meine Hoffnung, dass sie dann das, was wir uns heuer wirklich trotzdem sehr, sehr schwer erarbeitet haben, nämlich die Champions League Qualifikation, dass sie die auch auskosten können. Das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung. Gibt es weitere Fragen? Gehen wir hier vorne weiter in der ersten Reihe. Herr Stöger, nach Ihrem Abgang in Köln haben Sie eigentlich sofort den Trainerjob in Dortmund übernommen. Brauchen Sie jetzt länger Pause oder fühlen Sie sich auch trotz dieser Ereignisse, trotz dieser aufrührenden Saison bereit, bald wieder einen neuen Club? Also länger Pause als in Köln brauche ich auf jeden Fall. Ne? Das waren 3 Tage oder was. Davon kann man ausgehen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Also mit der Dortmund-Geschichte hat kein Mensch spekuliert, weil erstens einmal in Dortmund selten sowas passiert. Leider Gottes war die Saison eben nicht optimal, deswegen hat man reagiert auf der Position. Ich war zu dem Zeitpunkt dann im Frei, habe eigentlich zu dem Zeitpunkt schon glaubt, dass ich ein bisschen länger Pause haben werde als diese 3-4 Tage. Also wir haben nächste Woche noch mit den Jungs 2 Spiele und dann gibt es eine LA-Reise und dann werde ich mal wieder nach Hause gehen, nach Wien, werde die Zeit genießen und dann schauen, was kommt. Gut, wir gehen bitte einmal noch hinten an den Stehtisch. Direkt dahinter, ja, genau. Sie haben vor dem Spiel gesagt, dass Ihr schönster Moment mit dem BVB heute hier in Hoffenheim hoffentlich sein wird, ja. Mit dem Einzug, mit der Qualifikation für die Champions League. Ist es der schönste Moment trotz Niederlage oder war das nur mit Niederlage, mit einem Sieg verbunden? Nein, also als Sportler kann man dann am Ende des Tages nicht sagen, dass es mein glücklichster Moment ist, wenn ich ein Spiel verloren habe. Aber irgendwann einmal dann, wenn ich dann mal ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, dann wird man das dann trotzdem so mitnehmen, dass wir uns in die Champions League reingearbeitet haben und dann wird es trotzdem eine positive Geschichte bleiben. Das ist ganz einfach so, weil wie gesagt, der Verein war sehr unruhig, es war schwierig, viele Jungs haben kleine Probleme und dann ist die Deutsche Bundesliga auch nicht so aufgestellt, dass man selbst als BVB mit vielen kleinen Problemen ganz sicher in die Champions League reinkommt. Und das war uns dann irgendwann einmal auch bewusst und deswegen wird es irgendwann auch eine positive Geschichte sein. So werde ich es zumindest für mich selbst wahrnehmen und das wird der Verein dann auch wahrnehmen, wenn sie in der Auslosung sind mit den ganz großen Mannschaften. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns bei Ihnen. Ah, jetzt da doch noch eine. Julian, wenn die Haare getrocknet sind und die Fotos... Kannst du ruhig sagen. Okay.
die Fotos mit dem Krönchen veröffentlicht wurden. Ist irgendwann mal Weltmeisterschaft. Wenn Sie die Wahl hätten, wen würden Sie als Mittelstürmer mitnehmen? Wagner oder Gomez oder doch vielleicht Marc Uth? Ich würde wahrscheinlich alle drei mitnehmen und eher einen Abwehrspieler daheim lassen. Scheiße. Geschickt umgangen. Wäre mir halt aufgefallen. Alle drei und irgendeinen Defensiven zu Hause lassen. Wir spielen hier jetzt sehr, sehr guten Fußball und sind wahrscheinlich eher vorne zu Hause. Und von dem her würde ich alle drei mitnehmen. Gut. Ein Zentrumstürmer tut dir gut. Hier vorne bitte nochmal genau. In der ersten Reihe. Ich bin aus Japan gekommen. Konnichiwa. Auch in Japan gibt es einige Vereine, die in einer kleinen Stadt beheimatet sind und gerade dabei sind, die Spitze in Asien zu erklimmen. Mhm. So, was ist wichtig? Was beachten Sie den Trainer, was beachten sollte? Also ich war schon ein paar Mal in Japan, habe viele Spiele da gesehen und es sind immer außergewöhnlich gute Fußballer. Sie spielen ganz oft ohne Tore. Das würde ich raten, dass man gut und stabil offensiv Richtung Tor spielt. Ich glaube, dass das sehr wertvoll ist. Wir haben da 3-4 Turniere mal gehabt und jedes gewonnen, obwohl wir eigentlich immer die schlechteste Mannschaft waren beim Turnier, aber halt die einzigen waren, die aufs Tor geschossen haben. Und wenn er gerade die Spitze erklimmt, dann hat er das wahrscheinlich intus, dass er nach vorne spielt. Und das rate ich ihm. Viele gute Fußballer einsetzen, um Tore zu erzielen und nicht, um nur im Ballbesitz zu sein. Gut. Hier nochmal Frau John in der ersten Reihe von dpa. Herr Nagelsmann, wie wurde denn gefeiert in der Kabine? Also wir haben es ja ein bisschen wackeln gehört und so, aber und wie wird heute noch gefeiert? Ja, in der Kabine genauso wie hier. Sehr ähnlich. Wir sind heute, der Club hat in Heidelberg eine Lokation gemietet. Also das wäre auch so gewesen, aber wenn wir jetzt nicht in die Champions League gekommen wären. Einfach immer, da sind alle Mitarbeiter eingeladen, wie ich schon gesagt habe, um einfach auch den guten Geist zu zeigen und auch sich bei allen Mitarbeitern zu bedanken, weil jeder einfach sein Mosaiksteinchen beiträgt, wenn man erfolgreich ist. Und ja, wo wir danach noch hingehen, weiß ich nicht. Benjamin Glück ist eher der Partybeauftragte bei uns zwei. Ich weiß, dass ich dann wahrscheinlich bei ihm übernachten werde. Fahr schon mal heim und überzieh das Bett bitte. Außer du willst wieder mit mir zusammen in einem, dann machen wir es so, aber wird auf jeden Fall eher eine längere Nacht. Hoffe ich. Gut. Dann bedanken wir uns bei Ihnen, wünschen unseren Gästen guten Hausweg, Ihnen persönlich auch alles Gute. Vielen Dank. Und ja, sehen wir uns in der neuen Saison wieder hier. Champions League. Ciao.